seine Untersuchung und es ist aber auch gleich der Versuch, Vorschläge zu machen, und zwar zu der Architektur, die allgemein einen relativ schlechten Ruf genießt, nämlich die Moderne der Nachkriegszeit, also Nachkriegszeit heißt genauer der 60er, 70er Jahre etwa. Wir haben als Fakultät oder als Lehrkörper beschlossen, eben mit den Studierenden zusammen ein ganzes Jahr lang uns diesem Thema zu widmen. Und insofern, weil die Nachkriegsarchitektur generell immer mehr in den Fokus rückt, das ist also derzeit ein Thema, das jetzt immer mehr beschäftigt, unter anderem auch, weil sie einfach da ist und weil sie in so großen Mengen da ist. Und deswegen auch das BIC-Thema. Wir haben uns jetzt ganz speziell 4 Wiener Bauten ausgesucht, die aus dieser Ideologie der Massenkonzentration stammen aus den 60er, 70er Jahren. Also das kennt man alles, Massenmedien, Massentourismus, Massenwohnungsbau, Massengesundheitssystem. Und in diesem Idee, alles zu konzentrieren, steckt ja auch in gewisser Weise noch so eine Art utopischer Überhang drin, den man damals versucht hat zu realisieren, der sich aber relativ schnell auch ernüchtert. Bauten, die wir ausgesucht haben, war das ORF-Zentrum am Künigelberg, das Allgemeine Krankenhaus Wien, der Wohnpark Alt-Erla und die Wirtschaftsuniversität im 9. Bezirk. Also im letzten Jänner haben wir den ersten Teil der Ausstellung organisiert, beziehungsweise wir hatten eine Ausstellung im Semperdepot im Prospektor und da waren alle Arbeiten nach Gebäuden organisiert. Das heißt, es gab immer klare Trennung, die AKH-Ecke, ORF-Ecke und so weiter. Und bei dem Entwerfen des Konzeptes für diese Ausstellung war es uns wichtig, dass es nicht so ist, sondern dass eine Durchmischung entstehen kann, damit die Leute irgendwie auch diese Gebäude miteinander vergleichen können. Es war uns sehr wichtig, dass die Ausstellung attraktiv ist für Leute, die auch nichts mit Architektur zu tun haben und dass sie irgendwie gleich ein Verhältnis zu den Arbeiten nehmen können. Deswegen haben wir auch die Modelle gebaut, deswegen sind wir auch zu diesem Ausstellungskonzept gekommen, wo man auch sitzen kann und die Arbeiten näher betrachten kann. Und auch dieses Tischartiges, dass man die Sachen von oben sieht und da entsteht so eine Intimität und nicht konventionell an der Wand. Diese Geschichten und diese Strukturen, also sowohl ihre Geschichte als auch ihre Struktur, ihr derzeitiger Zustand, das, was ursprünglich gewollt war, das, was sie ursprünglich sind, das ist im ersten Semester untersucht worden von den Studierenden. Und im zweiten Semester gab es dann Entwürfe, wobei das nicht so ganz trennscharf abgelaufen ist, weil jede Untersuchung auch schon in ein bestimmtes Projekt übergegangen ist und umgekehrt ein Entwurf auch verstanden werden kann wie eine Art Forschung über ein Projekt. Und was das dann wird und wie das wird, das war freigestellt. Also theoretisch hätten auch Studierende vorschlagen können, ich reiß das Ding ab, weil ich bin der Meinung, diese Art von Architektur hat nichts mehr auf dem Planeten zu suchen. Also das wäre durchaus gegangen, aber es hat komischerweise niemand gemacht. Also aus welchen Gründen auch immer, das müsst ihr mal die Studierenden fragen. Dieses Projekt hat sich mit dem Gebäude am Künigelberg, das von Roland Heiner in der Nachkriegszeit errichtet wurde, auseinandergesetzt. Und dabei lag ein Fokus auch gerade auf den gegenwärtigen Diskussionen um die Zukunft des Gebäudes, da es ja Pläne gibt, einen neuen ORF-Komplex möglicherweise in St. Marx oder sonst wo in Wien zu errichten. Und jetzt sollte im Rahmen dieser Aufgabenstellung eigentlich eine neue Nutzungsmöglichkeit gefunden werden. Das heißt, dass man versuchen sollte, das Gebäude irgendwie zu revitalisieren, indem man es für eine neue Nutzergruppe, eine Medienschule, erschließt. Jeder Student hat zunächst mal versucht, an einem bestimmten Aspekt eigentlich dieser zukünftigen Medienschule zu arbeiten. Es gab einige, die sich darauf konzentriert haben, wie eine Erschließung, ein externer Zugang zu dem Gebäude aussehen könnte. Wiederum andere haben sich gefragt, wie man mit diesem sehr großen Studio, das zu den größten Fernsehstudios der Welt oder zumindest Europas zählt, umgehen könnte, ob man auch da eigentlich diesen Raumüberschuss, der irgendwo vorhanden ist, nutzbar machen könnte.
Die Aufgabenstellung in unserem Studio war eben, dass wir sozusagen die WU, wie sie ist, hernehmen. Wir lassen aber nur die Betonstruktur, weil wir davon eben ausgehen, dass dies eben nur in gut erhalten ist. Wir lassen eben alles andere weg, also die Fassade, die ganzen inneren Wände können weg. Also für mich persönlich war es im Prinzip die erste Aufgabenstellung eigentlich schon mal sehr ungewöhnlich. Erstens, weil man mit diesem Maßstab, der ist doch relativ groß, habe ich eigentlich so noch nie gearbeitet. Weil ich glaube, da ist anderen Studenten ähnlich gegangen. Und es war dann eigentlich auch relativ verblüffend, wie flexibel diese die WU eigentlich ist.